Ivanov Interactive und BHV präsentieren euch Die Rache des Dr. Düster. Hey, du! Ich brauche deine Hilfe! Hör mir zu! Ja, was gibt es denn? Ich bin hier am Düster-Konzern. Dr. Düster, du weißt schon. Nee, nicht wirklich. Der Schurke, der versucht hat, dem Grafen das Schloss zu klauen. Ich bin hier, weil Dr. Düster hat Max entführt. Ach du Scheiße. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Was hört sich an? Mücke! Hilf mir, Mücke! Hilf mir, Mücke! Ach ja. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Natürlich. Ich muss Max retten. Jawohl. Ich gehe jetzt rein. Komm mit. Ja. Ah, da ist der Lieferwagen, in dem Max... Psst, da ist jemand nebenan. Das wird er mir büßen. Oh, Max. Ja, Dr. Düster ist gefährlich. Wie heißt du? Ich heiße Max. Und wie heißt du? Minnie. Ich bin Minnie der Maulwurf. Wann bist du denn hier eingesperrt worden? Kurz vor dir. Ich bin in eine Falle geraten. Sollen wir fliehen? Ja, erst einmal müssen wir uns von diesen Ketten befreien. Hallo, Max. Mücke? Gott sei Dank, dass du gekommen bist. Das ist Mücke, mein allerbester Freund. Er wird uns helfen, von hier zu fliehen. Eine Mücke? Oh, klar. Er wird uns bestimmt eine große Hilfe sein. Mensch, das ist ja noch schlimmer, als ich befürchtet habe. Max und noch jemand. Ich heiße Minnie, wenn du nichts dagegen hast. Also gut. Grüß dich, Minnie. Wie kann ich euch helfen? Ja, und damit nochmal herzlich willkommen zum neuen Let's Play. Und zwar Die Rache des Dr. Düster. Ja, ich habe mal meine ganz alten Spiele von früher durchsucht und habe dabei dieses Spiel entdeckt und dachte mir, jawohl, das musst du als LP bringen. Das musst du einfach als LP bringen. Und hier ist es jetzt. Ich bin gespannt, was das so erwartet. Also bisher ist ja schon... haut einen doch um, oder? Es haut einen doch um. Ja, ist so eine Art Point-and-Click-Adventure. Und deswegen auch hier diese Inventarleiste. Das habe ich keine Ahnung, was das sein soll. Weiß ich auch nicht. Hier kann man so eine Hilfe aufrufen, falls man die bräuchte. Hier kann ich speichern, wenn es gehen würde. Aber immer wenn ich versuche zu speichern, stürzt das Spiel ab. Deshalb werde ich das wahrscheinlich in einem Durchlauf durchspielen. Hoffe ich, dass ich das machen kann. Ja, hier sehen wir uns die Anzahl der Stockwerke, denke ich mal, dieses Hochhauses. Der Düsterfabrik. Ach, wie heißt denn das jetzt schon wieder? Düsterburg? Düsterhaus? Düsterhochhaus? Keine Ahnung. Und hier sehen wir die Rätselpunkte oder sowas, die wir bekommen. Wen soll ich zuerst befreien? Befreie sie zuerst. Nein, ihn zuerst. Jetzt haben wir mal den richtig gut versteckten Schlüssel aufgehoben. Und ich würde sagen, befreien wir doch mal Max. Ich bin frei! Yay! Oh nein, der Schlüssel ist abgebrochen. Nebenan ist Werkzeug. Hole es, aber beeile dich. Dr. Düster könnte jeden Augenblick hereinkommen. Vertraue mir, Minnie. Wir werden dich befreien. Ich bekomme den Werkzeugkasten nicht auf. Psst, was war das? Was ist das für ein Krach? Oh nein! Oh nein! Es ist Dr. Düster. Dr. Düster! Was ist denn das? Ein entflohener Gefangener? Hahaha! Mir entkommt niemand. Aber ihr könnt es gerne versuchen. Genau der richtige Ort dafür. Sich aus Dr. Düsters Fängen befreien zu wollen. Oh, ich muss wieder an die Arbeit. Ja, ich habe noch genügend Zeit. Genügend Zeit für einen weiteren. Oh, ja. Was hat er gesagt? Minnie ausstopfen? Hä? Wir können hier nicht herumstehen und warten. Wir müssen Minnie befreien. Okay, aber dann verschwinden wir von hier, oder?
Also was von Aufstopfen hat er nicht gesagt. Nein, nein. Aber die Lache von ihm ist ja richtig klasse. Wah, ha, he, he. Oder wah, he, he. Oder irgendwas. Oh mein Gott. Also, ach ja, ich lieg wahrscheinlich auch am Ende des Tages voll auf dem Boden vor Lachen. Ach, das ist so schön. Und jetzt haben wir hier so eine Sprechblase mit einem fröhlich grinsenden Smiley dran. Was will der denn mir sagen? Das ist ein abgenutzter Ersatzreifen für den Lieferwagen. Mmh. Oh nein. Das ist ein ölverschmierter Werkzeugkasten. Er ist verschlossen. Tatsächlich. Ölverschmiert sehe ich nicht. Ein Fass. Die Ölfässer sind verbeult und leer. Erstmal ist das ein Ölfass. Zweitens ist es nicht verbeult. Schau mal, Max. Das ist Dr. Düsters Lieferwagen. Hey, und der ist von außen genauso schäbig wie von innen. Der alte Lieferwagen steht vor dem Tor, das aus Dr. Düsters unterirdischer Garage führt. Tatsächlich. Das Tor bekommen wir nie auf. Es ist verschlossen. Nein, wirklich. Okay, gehen wir mal zurück. Aber wir müssen unbedingt sehr vorsichtig sein. Sonst könnte uns Dr. Düster erwischen. Hier haben wir eigentlich nichts mehr zu tun. Das heißt, wir gehen weiter nach links oben. Wow, sind diese Kisten groß. Darin könnte man sogar wohnen. Was? Komm, lass uns weitergehen. Außerdem stinkt es mir hier zu sehr. Das ist mir nicht geheuer. Das liegt bestimmt an diesen Flaschen hier. Vielleicht ist Seife? Schauen wir doch mal. Aha, jetzt weiß ich, warum es hier so stinkt. Die Kiste ist voller Flaschen mit Formalin. Forma-was? Formalin. Es wird benutzt, um Tiere auszustopfen und so. Ihhh. Das kannst du laut sagen. Und jetzt alle. Formalin. Das ist eine große Holzkiste, die man unmöglich öffnen kann. Doch, klar, wenn man Brecheisen hat. Also, pff, ich hätte damit kein Problem. In den Umkleideräumen steht ein Spind neben dem anderen. Es stinkt nach altem Schweiß und dreckigen Socken. Ja, alle standen nebeneinander. Nur eine nicht. Nämlich dieser hier. In dem alten Regal befindet sich Staub und Rost. Sonst nichts. Ja, ist doch was, oder? Staub und Rost kann man immer gebrauchen. Nehmen wir doch mal mit. Sieh mal, was ich gefunden habe. Ein Bonbon. Lecker. Kann ich mal sehen? Aha, es ist eine Art Vitaminbonbon. Da steht, grüne Bonbons geben dir neue Energie. Wir heben es besser auf, für den Fall, dass wir es noch brauchen. Grüne Bonbons geben dir neue Energie, das könnte so ein, wirklich so ein Spruch aus der Werbung sein, oder? Und ich meine, wie alt ist das denn? Ah, lass mich mal sehen. Ablaufdatum 1990. Na gut, ich habe keine Ahnung, wann das Spiel rausgekommen ist, also... Ist doch etwas her, glaube ich. Schauen wir noch mal bei diesem Spind vorbei, der da ganz allein in der Ecke steht. Fernab von den anderen, den mag wohl keiner. Der Spind ist verschlossen. Ich frage mich, was da wohl drin ist. Komm, wir brechen ihn auf. Aber Max, das ist Einbruch. Na und? Er hat Minnie in seiner Gewalt. Haben wir etwas, womit wir das Schloss knacken können? Ja, deine Nase. Okay, dann müssen wir wohl doch erstmal weiter. Sie kommen in einen kleinen Büroraum, in dem ein alter Schreibtisch steht. An der Wand hängt ein Poster mit einer unheimlichen riesigen Spinne darauf. Ja, schauen wir uns doch erstmal das Poster an. Schau mal, Mücke, ein tolles Poster von einer Riesenspinne. Ich hab Angst vor Spinnen, das weißt du doch, Max. Mücken und Spinnen sind nicht gerade die besten Freunde. Wohin geht's jetzt? Weiter anscheinend. Okay. Was haben wir denn hier bei der Tröte? Können wir die mitnehmen? Schlau gedacht, Max. Schnapp dir die Fackel. Oh oh. Ich hoffe, dass niemand diesen Lärm gehört hat. Oh. Da haben wir wohl ein Geheimnis entdeckt und 5 Punkte dazu bekommen auf unser Rätsellös-Punktekonto. In diesem Buch sind die Pläne für Dr. Düsters Wolkenkratzer. Aha. In diesem Buch sind die Pläne für Dr. Düsters Wolkenkratzer. Aha. Ein alter, abgenutzter Schreibtisch, an dem früher die Arbeiter saßen. Die Arbeiter? Bist du dir sicher?
Ein alter Nein, das ist eine Lampe. An dem fein alter Nein, das ist ein Telefon. An dem früher die ein alter Nein, das ist ein Schlüssel. An dem früher Aha, ein Schlüssel. Aha, der war so gut versteckt. Damit können wir bestimmt den Spind öffnen. Das ist ein Schlüssel. Er sieht wie der Schlüssel zu einem Computer aus. Ach, was? Schlüssel zum Computer? Glaubst du wirklich, dass das geht? Ja, ich glaube es schon. Ein Schlüssel zu einem Computer. Hier haben wir aber keinen Eine Computer. Eine Reihe leerer, staubiger Regale. Nein, das ist ein Regal, oder? Oder ist ein Schrank mit Regalen drin? Hinter dem Regal finden Sie ein geheimes Büro. Jetzt können Sie vielleicht fliehen. Also in diesem Büro möchte ich nicht arbeiten, wo ich nur ein Sofa und eine alte Topfpflanze und einen Zettel oder eine Zeitung auf dem Boden habe. Also ich weiß ja nicht, ob das wirklich ein Büro sein soll. Das ist ja ein ziemlich vertrocknetes Kraut. Gewächs meine ich. Aha. Es ist ein Zettel mit einem Zugangscode. Der Code lautet DE12 und gibt Zutritt zu dem Stockwerk mit den Büroräumen. DE12, super sicheres Passwort mit 4 Buchstaben. Was für eine vermoderte alte Couch. Das ist ein abgenutztes altes Sofa. Es ist im Keller gelandet, weil es niemand haben wollte. Toll. Die Pflanze braucht etwas zu trinken. Es muss ja ewig her sein, dass sie gegossen wurde. Ja, sie sieht ziemlich tot aus. Aber leider haben wir kein Wasser dabei. Aber hier haben wir noch was auf dem Boden liegen. Jetzt haben wir 2. Es ist ein Zettel mit einem Zugangscode. Nein, es sind 2 Zettel. Der Fahrstuhl. Oh nein, wo kommen wir jetzt wohl aus? Also ich mag Fahrstühle. Da muss man keine Treppen gehen. Der Fahrstuhl. Oh nein, wo kommen wir jetzt wohl aus? Der Fahrstuhl. Willst du den wohl benutzen? Es ist ein Zettel. Ich glaube. Es ist ein Zettel mit. Ich glaube nicht, dass wir das tun sollten. Es ist ein Zettel mit... Nein, so nicht. Hier ist nichts mehr. Nein, so funktioniert das nicht. Warum nicht? Ich verstehe das nicht. Was will das Spiel von mir? Warum kann ich nicht den Aufzug benutzen? Das ist ein Schlüssel zu einem Computer, aber ich habe hier noch nirgendwo einen Computer gesehen. Und vor allen Dingen noch nie ein Telefon, was nur Strom braucht. Das gibt's doch nicht. Ich hänge in einem Kinderadventure. Sie betreten einen dunklen und gespenstischen Raum. Aha, ja, den sie schon vorher mal betreten haben. Ein Schlüssel zu einem Computer, aber wo ist ein Computer bitte? In der Garage steht Dr. Düsters Lieferwagen. Ja, das interessiert mich nicht. Der Motor ist noch warm. Oh nein, hier geht es nicht weiter. Unsere Freunde haben eine Art Lagerraum betreten. Der abgestandene, schimmelige Geruch verrät, dass hier schon lange nicht mehr sauber gemacht wurde. Aber hier haben wir einen Schraubenschlüssel. Und einen Schraubenzieher. Das ist ein Schraubenzieher. Er ist vielseitig verwendbar. Das ist richtig. Hast aber gut aufgepasst. Du liebe Güte, ist das staubig hier. Hast du etwas gefunden? Du liebe Güte, 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 ist das du liebe Güte. Okay, das reicht. Du liebe Güte. Okay, doch nicht. Ist das staubig hier? Ja, ist gut. In der Garage steht Dr. Düsters. Ach ja. Der Motor wir ist müssen. Noch warm von seiner wir haben doch hier Werkzeug drin. Das können wir doch bestimmt hier. Das ist ein Schraubenzieher. Er ist vielseitig. Glaubst du wirklich, dass das geht? Ja, ich glaube es. Nein, so funktioniert das nicht. Ach, Menno! Ich glaube nicht, dass wir das tun sollten. Warum nicht? Gibt es sonst noch etwas, das wir. Glaubst du wirklich, dass das geht? Ach, die Mücke ist so gut. Glaubst du wirklich, dass das geht? Einen dunklen und gespenstischen Raum. Zum dritten Mal. Damit können wir den Spind aufknacken. Wie auch immer. Hurra! Der Schrank ist offen.
Lass uns mal sehen, ob da irgendetwas drin ist. Hey, ich habe eine Art Karte gefunden. Es sieht aus wie eine Zugangskarte. Ich weiß, es ist die Zugangskarte zu dem Sicherheitssystem, von dem Dr. Düster gesprochen hat. Ja, vielleicht. Jetzt müssen wir nur noch herausbekommen, wo und wann man sie benutzt. Auf geht's. Du wirst sehen, wir haben Minnie im Nu befreit. Ja, vielleicht. Vielleicht. Ich glaube aber nicht. Eine Zugangskarte. Vielleicht sogar auch eine Ausgangskarte. Aber vielleicht können wir mit dieser jetzt den Fahrstuhl benutzen. Der Fahrstuhl? Oh nein! Wo kommen wir jetzt wohl aus? Es ist ein Zettel mit... Ich glaube nicht. Es ist ein Zettel mit einem Zugang. Ich glaube nicht. Es ist ein Zettel mit einem... Jetzt benutzen wir den Fahrstuhl, oder was? Auf einmal benutzen wir den... Hä? Hallo? Hallo? Hilfe? Lass mich hier raus! Ach so, jetzt können wir hier wählen, wo wir hinwollen. Ach so. Sie betreten ein verlassenes Wartezimmer. Es ist keine Menschenseele in der Nähe. Und kein Laut ist zu hören. Ein Glück. Neuankömmlinge können sich auf eine klobige, unbequeme Couch setzen. In einer Ecke steht ein einsamer, sehr stacheliger Kaktus. Genauso ungesellig wie Dr. Düster selber. Mist, unter den Kissen war nichts. Also dann, weiter. Ich denke, wir werden bald etwas Nützliches finden. Ja, das hoffe ich auch. Aber zum Kaktus. Autsch, ich habe mich gestochen. Blöde Dornen. Dem Kaktus hat es bestimmt auch nicht gefallen, dass du an seine Dornen gegangen bist. Hey, nun vergiss den Dorn nicht. Den brauchen wir später vielleicht noch. So? Ah, ja, der hat sich wahrscheinlich seine Nase voll in den Kaktus gerammt. Links oder rechts? Ich würde sagen, gehen wir mal nach oben. Alles scheint ruhig und friedlich. Das Plätschern des Plastiksprengbrunnens klingt beruhigend. Minnie und Mücke halten an. Sie fragen sich, welchen Weg sie als nächstes gehen sollen. Aber eines ist sicher. Dieser Ort sieht aus wie jedes andere ehrbare Büro auch. Also mir ist eines klar, nämlich dass Max nicht Minnie heißt. Also wirklich. Hey, eine Badewanne. Nein, es ist ein Springbrunnen. Ja, besser ist er. Vielleicht hat Dr. Düster ihn mit Säure gefüllt. Ja, genau. Und wenn nicht, überlege mal. Dann finde ich, es ist eine Badewanne. Die wenigen Besucher von Dr. Düsters Hauptquartier treffen zuerst auf seine Chefsekretärin. Noch weniger kommen an ihr vorbei. So, so. Hier ist schon wieder ein Poster und schon wieder ein Schreibtisch hier. Und da ist ein Buch, das da ganz komisch auf dem Schreibtisch liegt, aber wir können es nicht mitnehmen. Und ich dachte immer, Mama wäre ordentlich. Sogar die Gummibänder sind nach Dicke und Größe sortiert. Aha. Es handelt von Spinnen. Aha. Das ist ein Notizbuch mit Informationen über Dr. Düsters Wächterspinnen. Natürlich. Natürlich hat Dr. Düster Wächterspinnen. Das hat doch jeder gute Hochhausbesitzer. Dr. Düster hat ein Vermögen dafür ausgegeben, sein Hauptquartier mit einer eindrucksvollen Eingangshalle auszustatten. Tatsächlich entsteht jedoch eher der Eindruck einer Firma, deren Aktivitäten einer genaueren Prüfung nicht standhalten würden. Ich glaube auch, das sieht alles sehr schäbig aus, wenn ich das mal sagen darf. Was sind das für Symbole? Normalerweise findet man an solchen Orten immer etwas Süßes. Wie kannst du jetzt an etwas Süßes denken? Ist gar nicht so schwer. Du musst nur... Schon okay. Sollten wir uns nicht beeilen? Warum vermutet er Süßes bei einem Telefon? Schau mal, da ist der Ausgang. Jetzt müssen wir Minnie finden und dann können wir von hier verschwinden. Oh, ja, zusammen. Max, ist was mit dir? Du siehst so komisch aus.
Wie bitte? Nein, ich denke, wir sollten Minnie befreien. Sofort. Und dann abhauen. Irgendetwas stimmt doch mit dir nicht. Ich glaube, er ist krank. Irgendwas, was mit L aufhört. Mit L beginnt und mit Liebe aufhört. Ein Netz aus Laserstrahlen versperrt ihnen den Weg. Die Strahlen sind so stark, dass es den Augen wehtut, wenn man hineinschaut. Also mir tun die Augen nur weh, wenn ich diese schlecht gepixelten Laser sehe. Und mit den Kanten hier. Blah. Vor allen Dingen in einem Hochhaus, Eingangshalle, Sekretärin, dann rechts der Brunnen. Wenn man nach oben geht, kommt eine riesige Wand mit Lasern. Richtig. So ist das. Aha. Au, das Au. Au, das Au. Au. Okay. Wir haben die Maschine kaputtgeschlagen. Wow. Am Ende des langen Korridors befindet sich ein düsteres Wartezimmer. Die zwei alten Sofas sehen sehr abgenutzt aus, als hätte man hier oft lange warten müssen. An der Tür zum Büro hängt ein kleines Schild, auf das jemand Nacktwächter geschrieben hat, ohne H. Oh mein Gott. Ein Nacktwächter. Sollen wir eine Kissenschlacht machen? Hey, ein Bonbon. Aha, ein grünes Bonbon. Kann es sein, dass das unsere Gesundheit ist? Ein Schlüssel. Hey, toll. Die Tür ist abgeschlossen. Und? Was machen wir jetzt? Ich glaube nicht, dass wir das tun sollten. Die Tür ist abgeschlossen. Und? Was machen wir jetzt? Den Schlüssel benutzen. Ha, jetzt werden wir sehen, was darin versteckt ist. Das Büro des Nachtwächters ist genauso verlassen, abgenutzt und heruntergekommen wie das Wartezimmer draußen. Der Wachmann verbringt jede zweite Nacht in Dr. Düsters Fabrik, die rund um die Uhr in Betrieb ist. Und das im Stehen. Nichts, er ist völlig leer. Lass mal sehen. Stimmt, du hast recht. Vielleicht solltet ihr ihn aufmachen und dann gucken, ob was drin ist. Naja. Warum liegt da ein Zettel in der Brotdose? Da steht... Das ergibt aber keinen Sinn. Ja, ich frage mich, was es ist. Es sieht aus wie ein Code. Jemand hat etwas in einen abgenutzten alten Schreibtisch eingeritzt. Wenn man ganz genau hinschaut, erkennt man die in unbeholfener Handschrift geschriebenen Worte Bill und Monika. Bill und Monika. Okay. Bill und Monika. Das sollten wir uns merken. Los, Max, lauf schneller. Na, rennen kann er auch nicht. Bah, was für ein langweiliger Weg. Hauptsache, hier sind keine Spinnen. Hier? Wenn es hier Spinnen gibt, werde ich mit denen schon fertig. Mach dir keine Sorgen. Also, in welche Richtung sollen wir gehen? Ich würde mal sagen, hier lang. Ja, wenn die Spinnen kommen, dann haut Geräusche Max der summenden Computer und der Anblick ihrer Monitore und blinkenden Lichter zeugen von pingeliger Ordnung und dem Streben nach Kontrolle und Herrschaft. Was ist denn das? Der Spind ist verschlossen. Wie kriegen wir ihn nur auf? Wie kommst du denn darauf? Ich komme darauf, weil es bei einem anderen Spind, der genau gleich aussah, funktioniert hat. Deswegen komme ich darauf. Nein, so nicht. Warum nicht? Natürlich, Max. Du kannst es mit dem Dorn aufbrechen. Und warum nicht mit dem Schraubenzieher, bitteschön?
Wow, eine Kamera. Oha. Das ist eine alte Boxkamera. Sie funktioniert noch. So, das ist toll für dich. Oh ja, Geräusche, die einen so richtig nerven. Wow, wenn wir Zeit hätten, könnten wir ein wenig spielen. Aber alles zu seiner Zeit. Schau mal, Max, das ist das Wartezimmer. Oh oh, wir werden beobachtet. Was? Ja, schau, da sind Kameras in den Gängen und Büros. Und sie werden von diesem Computer gesteuert. Also können wir nirgendwo hingehen, ohne dass uns das Sicherheitssystem von Dr. Düster verrät. Oh oh. Tja, sollte man es vielleicht ausschalten. Zum Beispiel mit einem Schraubenzieher draufhauen. Ich glaube nicht, dass wir das tun sollten. Doch, das glaube ich schon, dass wir das tun sollten. Gibt es sonst noch etwas, das wir ausprobieren könnten? Ja, diesen Computerschlüssel. Hurra! Die Sicherheitsmonitore sind abgeschaltet. Jetzt können wir überall hingehen, ohne dass Dr. Düster uns sieht. Ich denke, wir sollten trotzdem vorsichtig sein. Ja, durchaus. Das ist auf jeden Fall keine schlechte Idee. Alles klar. So, ich glaube, das müsste alles hier auf diesem Stockwerk gewesen sein. Wir haben jetzt auch noch eine dritte Seite und können in den ersten Stock vordringen. Hilfe! Max, pass auf! Eine eklige Spinne! Das ist keine Spinne. Es ist ein elektronisches Dingsbums mit zu vielen Beinen. Wenn es sich nicht benimmt, dann haue ich ihm eins auf die Birne. Max und sein Freund Mücke sind auf eine von Dr. Düsters tückischen Erfindungen gestoßen. Eine, die ebenso wirkungsvoll wie schrecklich ist. Eine mechanische Spinne. Sie wurde so programmiert, dass sie jeden angreift, der nach Geschäftsschluss den Düster-Konzern betritt. Die mechanische Spinne beißt und kneift, bis man ohnmächtig wird. Aber vielleicht kann Maxi mit einem gezielten Tritt kampfunfähig machen. Alles klar, mit einem gezielten Tritt. Hua! Duell! Was war das? Au! Versuch's nochmal! Kann ich überhaupt ausweichen? Ja! Ja! Ach, ich kann schubsen und treten. Ah. Boom, kaputt! Schau mal, Max! Ein Quadrat hat seine Farbe verändert! Ja, und? Ja, und? Warum hat es seine Farbe verändert? Keine Ahnung. Hä? Haben wir, weil wir jetzt eine Spinne getötet haben, oder was? Das kann ich gar nicht ansprechen. Und was ist das hier für ein lustiger Türrahmen? Der Hai entblößt mit seinem Grinsen unzählige rasiermesserscharfe Zähne. Seine kalten, leblosen Augen starren sie an. Er sieht aus, als wolle er sie jeden Moment angreifen. Max schaut die riesige Kreatur ungläubig an und ruft: Wow, schau dir die Sardine an. Nein, Max, das ist ein Hai. Ein Hai? Jetzt sind wir dran. Die fressen alles. Maulwürfe und Mücken und... Hey, warum bewegt er sich denn nicht? Vielleicht ist er müde? Aha, er ist ausgestopft. Aha, er ist ausgestopft. Warum hast du das gerade nochmal wiederholt? Was zum Teufel ist hier los? Der weiße Hai, auf Latein Carcharodon carcharias, ist auch unter dem Namen Menschenfresser bekannt. Er lebt in tropischen und subtropischen Gewässern. Die weiblichen Tiere sind mit einer durchschnittlichen Länge von 5 Metern größer als die männlichen. Der weiße Hai ernährt sich hauptsächlich von langsamen, verletzten oder toten Meerestieren. Er lässt sich aber nicht von der Größe seines Opfers abschrecken und greift auch große Tiere wie Seelöwen und andere Haie an. Trotz seines stromlinienförmigen Körpers ist er nicht besonders wendig. Schnelle, bewegliche Fische können ihm leicht entkommen. Er hat seinen Spitznamen Menschenfresser nicht bekommen, weil er am liebsten Menschenfleisch frisst, sondern weil er auch Menschen angreift, wenn sie seinen Weg kreuzen. Ja, aber nicht immer. Aber es gibt genug Hai-Tote pro Jahr. Der weiße Hai, auf Latein Carcharodon carcharias, ist auch unter dem Namen Menschenfresser.
Ah, vorspulen. Juhu. Oktober 1982. Willkommen zur Düstersammlung. Diese Trophäen wurden alle von mir gefangen, weil ich damit mein Geld verdiene und von mir ausgestopft, weil mich das interessiert. Aber um auf den Punkt zu kommen, der Killerhai ist mir an die Angel gegangen und wie Sie sehen können, erlebte er eine böse Überraschung. Gut, wenn wir das Schild lesen können, dann sollten wir das andere Schild auch lesen können, oder? Dim, 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 dim. Oder auch nicht. Da steht wahrscheinlich auch nur Willkommen zum Düstermuseum. Oh mein Gott. In der riesigen offenen Muschel liegt eine wunderschöne Perle. Ihre seidig glänzende Oberfläche verbreitet ein schimmerndes Licht, das jede Farbe des Regenbogens in sich zu bergen scheint. Aha. Hast du das gesehen, Mücke? In der Muschel liegt eine riesige Perle. Schnappen wir sie uns. Okay. Die können wir vielleicht später gebrauchen, aber sei vorsichtig. Hm. Jetzt ist sie zugegangen. August 1981. Ich brauchte nur einen wasserdichten Akkuschrauber, um dieses dickköpfige Kerlchen zu öffnen. Toll. Ach Gott, was zum Teufel. Als Max den Raum betritt, wittert er Gefahr. Ich glaube, ich weiß warum. Vor diesem Aal, da muss man einfach nur erzittern. Deswegen ist es wahrscheinlich auch ein Zitteraal. Der Zitteraal, lateinisch Electrophorus electricus, lebt im Amazonas und in anderen Flüssen Südamerikas. Er kann über 2 Meter lang werden. Er heißt Zitteraal oder elektrischer Aal, weil er 2 verschieden starke Stromstöße aussenden kann. Einen 500 Volt Stromstoß, um seine Beute zu betäuben, und einen niedrigeren, um die Beute ausfindig zu machen. Er ist sogar in der Lage, große Tiere, die am Wasserrand stehen, zu lähmen. Tja, der Zitteraal, liebe Freunde. Jetzt wisst ihr mehr. Und ich auch. November 1990. Dieser Zitteraal ist eine meiner Lieblingstrophäen. Geduld und List sind Qualitäten eines Jägers, die belohnt werden. So, so. Können wir da auch wieder dagegen schlagen? Hm, die Tür hat ein dickes Schloss und wir haben keinen Schlüssel. Was machen wir jetzt? Wir haben sogar 2 Schlüssel, aber eine Tür sehe ich hier nicht. Wie kommst du denn darauf? Das ist ein Schlüssel. Glaubst du wirklich, dass das geht? Nein, aber ich probiere es trotzdem. Oh mein Gott, was zum Teufel. Ich meine, dass manche Tiere das mit der Größe etwas übertreiben. Ja, aber es ist das größte Säugetier, das auf der Erde lebt. Zumindest habe ich das mal irgendwo gelesen. Lesen wir doch gleich mal das Schild. November 1981. Dieser Wal ist überfahren worden. Unser Schiff hat ihn direkt in den Magen gerammt. Da musste er aber ganz schön nach Luft schnappen. Übrigens waren die Frachtkosten maßlos, um nicht davon zu reden, wie viel Füllmaterial ich in ihn reinstopfen musste. Oh mein Gott, und das ist ein Spiel für die ganze Familie. Ja? Das müsst ihr euch mal geben. Da geht's hier ums Ausstopfen, ich weiß ja nicht. Gehen wir mal hier lang und füllen unsere Karte auf. Unsere beiden Freunde halten an, um fasziniert die fast unwirkliche Schönheit der ausgestopften Schildkröte zu bewundern. Ich habe einmal gelesen, dass es Schildkröten schon seit über 200 Millionen Jahren gibt. Wow, Mann, das ist aber lange. Oh Junge! Pluto, Pluto! Oh mein Gott. April 1987. Diese fette alte Schildkröte habe ich auf den Galapagos-Inseln erledigt, direkt nachdem sie ihre Eier gelegt hatte. Natürlich habe ich die Eier auch ausgegraben, aber sie hatten so einen ekligen Nachgeschmack. Also habe ich sie weggeworfen. Oh mein Gott.
Wie ein furchterregender Vogel aus einer anderen Dimension schwebt ein riesiger Stachelrochen über seinem Podest. Max ist beeindruckt, fühlt sich aber zugleich auch ein wenig unbehaglich. Wow, ein Unterwasservogel! Donnerwetter! Zum Glück lebt er nicht mehr. Ich meine, es ist wirklich tragisch, aber... Mücke, Mücke, Mücke. Juni 1984. Dieser Teufelsrochen hatte das Pech, dass sein Schwanz zwischen ein paar Felsen stecken blieb. So war es für mich ein Kinderspiel, ihn mit meiner Harpune zu erlegen. Klasse gemacht. Einfach nur klasse gemacht. Oh je. Yeah. Na gut. Ich glaube, weiter nach oben kommen wir noch nicht. Das heißt, wir müssen irgendwie hier vorbeikommen. Können wir hier irgendwas benutzen? Nein, so funktioniert das nicht. Gibt es sonst noch etwas? Glaubst du? Ich glaube nicht. Es ist ein Zettel mit einem... Wie kommst du denn darauf? Glaubst du wirklich, dass... Ich glaube nicht, dass wir das tun. Nein, so nicht. Nein, so nicht. Na gut. Ich weiß nicht so genau, wie das hier geht. Hier ist nichts mehr. Aha. Wie kommst du denn darauf? Hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Nein, ich glaube nicht. Es ist ein, ich glaube, es ist ein Zettel mit... Glaubst du wirklich, dass das geht? Ach, da unten können wir noch rein. Ah, diese Räume kann man so schnell übersehen. Schau mal, Mücke. Noch so eine von Dr. Düsters blöden Wächterspinnen. Los, hauen wir ihr eins auf die Mütze. Jawohl. Hier nicht, Max. Oh, oh, oh. Auf die Mütze. Duell. Bam. Verflucht. Vielleicht hast du das nächste Mal mehr Glück. Na, 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 daneben. Lern erst mal richtig zu kämpfen. Verflucht. Vielleicht hast du das nächste Mal mehr Glück. Iss mehr Spinat. Das ist unsere Chance. Iss mehr Spinat. Hehehe, daneben. Ja, das waren wir. Na, 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 daneben. Lern erst mal richtig zu kämpfen. Bam. Critical. Das hat gar nicht wehgetan. Duck dich das nächste Mal. Ach, da können wir weg. Ja, ich will doch gar nicht wegrennen. Das hier ist nichts mehr. Ring. Duell. Was sagst du jetzt, Mücke? Verblüffend. Ach, geil. Guck mal, zwei Krabben. Ich hoffe, sie konnten Dr. Düster noch einmal feste kneifen. Das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. August 1987. Ich habe eine Spezialausrüstung benutzt, um diese beiden Riesenkrabben in Japan zu fangen. Als Jäger liebe ich technische Herausforderungen. Ja, okay, eins fehlt uns noch. Wo ist das denn? Wo kann das denn sein? Hier haben wir das, da haben wir das hier. Wo können wir noch hin? Hier runter können wir nicht. Dann schauen wir doch mal. Ach, hier runter noch. Okay, das habe ich auch übersehen. In diesem Raum befindet sich ein Computer. Von ihm bekommt der Nachtwächter das Passwort für das nächste Stockwerk, wenn er mit diesem fertig ist. Ah, ja. Der Computer sieht am Aufleuchten aller Quadrate der Zugangskarte, dass der Nachtwächter die Runde in diesem Stockwerk beendet hat. Ach so, okay. Nehmen wir doch mal das hier mit. Hier ist nichts mehr. Das ist ein Akkuschraubenzieher. Die Batterie ist leer. Deswegen funktioniert er nicht. Ein Akkuschraubenzieher? Okay, was zum Teufel? Der Computer gibt das Passwort für das nächste Stockwerk nicht frei. Unsere Freunde sind nicht die Ja, wir sind nicht die gesamte Tour gelaufen, aber ich weiß auch gar nicht, wo es hier noch sonst lang geht. Hier unten geht's nicht weiter. Das haben wir eigentlich schon gelesen. Das hatten wir jetzt auch. Da unten waren wir jetzt, da oben waren wir jetzt, da. Hier geht's nicht nach links weiter. Das heißt, wir gehen nach rechts oben und hier können wir auch sonst nichts machen. Oktober 1900. Ich hoffe, ich habe hier nichts August verbuggt 1901. Oder so. Das ist ein Akkuschrauben. Ich glaube nicht, dass wir das tun.
So vielleicht. Ich glaube nicht, dass wir das tun sollten. Ja. November 19. Das größte aller Tiere ist der Blauwal. Ah, Information. Balenoptera musculus. Er kann bis zu 30 Metern groß und bis zu 130 Tonnen schwer werden. Das entspricht dem Gewicht von 30 Elefanten. Der Blauwal kann unter Wasser eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 10 bis 12 Knoten halten. Wenn er taucht, kann er bis in eine Tiefe von 900 Metern absinken und bis zu 2 Stunden unter Wasser bleiben, bevor er wieder Luft braucht. Der Blauwal ist vom Aussterben bedroht. Er wurde gejagt, weil er eine Menge Walöl sowie eine wertvolle Substanz namens Ambra produziert. Das Ambra wurde als Duftstoff in Parfum verwendet und das Walöl wurde als Schmiermittel benutzt. Tja, so ist das. Max und sein Freund Mücke stoßen auf weitere ausgestopfte Tiere, diesmal 2 riesige Krabben. Das ist richtig, aber viel lieber würde ich hier irgendwie weiterkommen. Wahrscheinlich muss ich in diesen Raum, aber... Au! Wie komme ich da hin? Glaubst du wirklich, dass das geht? Eine gute Idee, hat aber nicht funktioniert. Nein, so eine gute... Ich glaube... Es ist ein Zettel... Nein, so nicht. Glaubst du wirklich, dass... Hier ist nichts mehr. Ich glaube nicht, dass wir das... Wie kommst du denn darauf? Gut, ich schätze mal, dass wir irgendwas lösen müssen, damit wir in den letzten Raum mit den Lasern rein können. Da müssen wir uns wohl erstmal auf den anderen Stockwerken nochmal umsehen. Vielleicht, wo wir irgendwo unseren Akkuschrauber da aufladen können. Ich gehe mal in das Erdgeschoss. Die Musik, ey. Die Musik, das ist unglaublich. Tja, haben wir hier noch was ansonsten? Hier haben wir zwar auch Laser, die konnten wir einfach aushauen. Hier haben wir noch irgendwie, was hatten wir da nochmal? Jemand hat etwas in einen abgenutzten alten Schreibtisch eingeritzt. Wenn man ganz genau hinschaut, erkennt man die in unbeholfener Handschrift geschriebenen Worte Bill und Monika. Bin und Monika. Bin Monika. Bin bei Monika. Bin bei Santa Monika. Keine Ahnung. Tja, was können wir hier tun? Oh nein, die Tür klemmt. Wie kommen wir jetzt nach draußen? Vielleicht gibt es hier irgendwo einen geheimen Notausgang, den wir einfach noch nicht gefunden haben. Ja, vielleicht. Vielleicht. Hier spricht Bürgermeister Miesling. Richten Sie Dr. Düster aus, dass er mich zurückrufen soll, und zwar sofort. Ich will, dass der widerliche Papagei meiner Frau ausgestopft wird. Auf Wiederhören. Anscheinend sind ja alle Freunde von Dr. Düster, das ist ja nicht zu fassen. Das ist ja nicht zu fassen. Ich stopfe sie mal aus hier, bitte. Unsere armen Freunde. Puh. Der Alarm ist immer noch aus. Ja, ich frage mich aber, was ich hier tun soll jetzt. Ich häng da gerade etwas rum. Also irgendwie müssen wir doch alle Räume erkunden. Wir haben jetzt alle Räume außer denen, wo der Laser davor ist. Das heißt, wir müssen irgendwie was finden. Vielleicht kann ich den hier aufladen. Gibt es sonst noch etwas, das wir ausprobieren könnten? Gibt es sonst noch etwas, das wir ausprobieren? Ein alter abgenutzter Schreibtisch, an dem früher die Arbeiter saßen. Was tun? Sie betreten einen dunklen und gespenstischen Raum. Zum 4. Mal. Und haben immer noch keine Angst. In der Garage steht Dr. Düsters Lieferwagen. Wie kommst du denn darauf? Wie kommst du denn darauf? Ich glaube nicht, dass wir das tun sollten. Ich denke zu kompliziert. Sie betreten einen dunklen, gespenstischen Raum. Man weiß ja nicht.
Was haben wir denn da als Inventar? Wir haben irgendeinen Schlüssel für den Computer. Den brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Dann haben wir die Passwörter zu 3 Stockwerken. Dann haben wir einen Schraubenzieher. Und einen Schraubenzieher mit Akku. Und eine Kamera. Vielleicht sollten wir mal... Der Fahrstuhl. Ja, vielleicht sollten wir mal ein Foto von... Ja, jetzt bin ich eins zu viel. Ne? Ja doch, jetzt sind wir in G gelandet. Wunderbar. Kann ich eigentlich die Räume überspringen, wenn ich... Nee, okay. Vielleicht sollten wir mal ein Foto von dem Passwort auf dem Tisch machen oder sowas. Damit wir es immer... Wie kommst du denn da dabei auf? Haben. Ich glaube nicht, dass wir das tun sollten. Warum nicht? Da muss ich mir das nicht merken. Wäre doch viel besser. Ach, Menno. Ach, Menno. Ja, was tun? Ich kann das einfach nicht anklicken und der Fahrstuhl bleibt auch offen. Schauen wir doch nochmal überall rein. Vielleicht brauchen wir den Schlüssel bei diesem Computer auch. Bist du dir wirklich sicher? Bist du dir wirklich sicher? Glaubst du wirklich? Nein, so funktioniert... Nein, so... Woher weißt du das denn alles, wie das funktioniert? Am Ende bist du doch auf Dr. Düsters Seite. August 1981. Ich brauchte nur einen wasserdichten Akkuschrauber, um dieses dickköpfige Kerlchen zu öffnen. Hier ist nichts mehr. Ja, ein wasserdichter Akkuschrauber. Hier ist nichts mehr. Das ist doch ein Akkuschrauber. Aber wo sollen wir den aufladen? Am Aal? Natürlich. Ach, hast komm. Du das gesehen, Mücke? Und ob. Und dabei hätte ich es lieber nicht gesehen. Das darf doch nicht wahr sein, oder? Glaubst du wirklich, dass das geht? Schlupp, jetzt schon. Eine gute Idee. Hat aber nicht funktioniert. Warum nicht? Bist du dir wirklich sicher? Ich glaube nicht, dass wir das tun sollten. Warum nicht? Dann eben hier. Kaputt machen. Schau, Mücke, es funktioniert. Ich schraube die Täfelung ab und wir stellen das Laserding aus. Ich glaube, Mücke backt etwas herum. Ach ja, natürlich. Ein weiteres deprimierendes Bild bietet sich Max und seinem Freund Mücke. Diesmal ist es ein Killerwal, aber irgendwie ist man bei der Konservierung sehr nachlässig gewesen. Okay, das ist ja natürlich klar, dass man einen Akkuschrauber an einem Zitteraal auflädt. Also, das weiß doch jedes Kind und deshalb ich nicht. Der Killerwal oder Schwertwal, lateinisch Orcinus orca, gehört zur Familie der Delfine, obwohl er, anders als die anderen Delfine, keinen Schnabel hat. Er kann bis zu 10 Meter lang werden. Er ist ein sehr schnelles, gefräßiges Raubtier, das Pinguine, Seerobben und Seelöwen bevorzugt, aber auch nicht vor seinen Artgenossen, den Delfinen und Schweinswalen, Halt macht. Er kann Geräusche aussenden und dadurch beurteilen, wie weit er von seiner Beute oder von seinen Artgenossen entfernt ist. Er jagt in Schulen von bis zu 40 Tieren. Wie die Delfine kann man auch Killerwale leicht zähmen. Hm, cool. Der Killerwal oder Schwertwal. Ich wollte doch das Schild lesen. Juli 1994. Diesen Killerwal habe ich für ein Filmstudio in Hollywood präpariert. Aha. Alles klar. Gut, dann können wir jetzt auf jeden Fall in den Überwachungsraum gehen und dem diese grüne Karte jetzt vor die Nase halten. Schau mal her hier. Gib mir das Passwort. Der Computer gibt das Passwort für das nächste Stockwerk frei. Wunderbar.
Alles klar, einfach so. Natürlich muss ein Hausmeister erst alles besichtigen, um dann die Zugangscodes für den Fahrstuhl freizuschalten. Das kennt man ja. Nummer 2. Und ich glaube, wir essen auch mal... Als Max und sein Freund Mücke aus dem Fahrstuhl treten, bemerken sie den Temperaturunterschied. Die Hitze ist erdrückend. Dr. Düster hat offenbar keine Mühen gescheut, einen Dschungel entstehen zu lassen, in dem die Temperatur mehr als 40 Grad Celsius beträgt und die Luft ist schwül und feucht. Oh mein Gott, was zum Teufel. Ring! Ich dachte, da hätte ich vorher Wookie gehört. Schau dir das doch bloß mal an. Noch so eine mechanische Spinny-Winnie, der zeig ich es. Ja, bitte. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich das Spiel langsam zu einem Museumssimulator umwandelt oder so. Komm her, du Spinne. Mit Actionsequenzen. Pam. Oh, liebe Güte. Nein, was für eine Schande. Na, 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 daneben. Lern erst mal richtig zu kämpfen. Bäm. Weiter auf so. Die Mütze. Weiter so. Stimmt, dafür wirst du bezahlen. Schrecklich. Schrecklich. Bam. Ja, ja, ja. Was für ein Schwächling. Konzentrier dich. Was war das? Ai! Ich bin getroffen. Ja, super. Ich bin getroffen. Medic, oh, liebe Medic. Güte. Nein, was für eine Schande. I need a medic over here. Au, verflucht. Unfair. Das war für Minnie. Zeig's ihm. Oh mein Gott, ich sterb hier noch. Ich seh's doch schon. Ich frage mich, ob sie ihren Kopf von ihrem Schwanz unterscheiden kann. Zumindest muss sie nicht acht Beine auseinanderhalten.